Wir rollen heute über Asphalt und Steine und testen, welche der vier Sportarten für wen das Richtige ist. Zur Auswahl stehen Nordic Blading, Nordic Cross, Rollski und Skikes. Neuster Trend, die Skikes. Premiere für unseren Experten. Das Anziehen ist sehr einfach. Man steigt in den Schuh rein und macht die großen Klettverschlüsse zu. Das geht sehr viel einfacher als bei so manchem Skischuh und manchem Schnürschuh. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ist unser Experte von den Skikes ganz angetan. Sie kosten rund 250 Euro. Mit ihnen kann man, wie mit den Enduro-Skates, ebenfalls ins Gelände. Einen riesigen Vorteil haben die Skikes. Sie können super bremsen. Also ich habe eine direkte Bremse, eine effektive Bremse, die unmittelbar, nachdem ich mein Gewicht verlagert habe, packt. Das heißt, das Bremsen muss geübt werden. Bremsen tue ich, indem ich Gewichtsverlagerung nach hinten habe. Dann packt die Bremse. In der Position fahre ich, Gewichtsverlagerung nach hinten und die Bremse steht auf dem Rad. Mit viel Training und guten Tipps kann man alle vier Sportarten bis ins hohe Alter betreiben, unabhängig von Größe oder Gewicht. Durch die sanften Bewegungen werden zudem die Gelenke geschont. Bewegungsformen sind ja zunächst mal sehr gleich. Und wenn ich jetzt eines von diesen vier Geräten empfehlen müsste, dann würde ich, glaube ich, den Skike nehmen, weil er am universellsten einsetzbar ist, weil er sehr einfach anzupassen ist an dem Fuß und weil er die wenigsten Probleme eigentlich am Fuß bereitet. Wie immer man sich entscheidet, Spaß machen alle vier Sportarten und gesund sind sie allemal.